viel zu gut. Die Aufmerksamen unter euch, die meine Blog-Einträge sogar lesen, wissen, warum ich aktuell nicht jeden Tag ein Video hochladen kann. Aber dies wollte ich auch noch mal hier ein bisschen erklären. Und zwar, ja, Zeichnen oder Kunst an sich braucht Energie und Zeit. Deswegen kann ich nicht jeden Tag ein Video hochladen, auch wenn ich es krampfhaft versucht habe, ist es irgendwann doch schon anstrengend geworden. Und deswegen will ich mehr meine Projekte in den Hauptfokus nehmen. Und die bezüglich brauchen natürlich mehr Zeit. Aber genau an diesem Zeitraum habe ich noch mal ein kleines Experiment gestartet, was ich mit diesem Video euch mal vorstellen möchte. Mit diesem Experiment wollte ich herausfinden, wie ein Werk mit Zeichnung, Fotografie und Illustration zusammen entstehen kann. Und ich finde, es kann sich sehen lassen. Klar, heutzutage gibt es ja leider unseren kreativen Feind, die AI. Aber wenn ein Künstler sich damit mehr befasst, eigene Fotografie, Zeichnung und Illustration zusammenzufügt, kann sich daraus ein sauberes und cooleres Bild entstehen lassen, meiner Meinung nach. Falls euch das Experiment oder das Thema an sich gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar oder an ein Abo freuen.